Im Sumpf der Seligkeit. 1. Korinther 1, 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Das biblische Evangelium ist im Grunde eine einfache Botschaft, für die man keine besonderen rhetorischen Fähigkeiten benötigt, um das zu vermitteln und zu verstehen. Vielmehr besteht unter Umständen sogar die Gefahr, dass, wenn man daraus ein verbales Mysterium zelebriert, das Wort vom Kreuz eher zunichte gemacht wird, als dass es tatsächlich bei den Menschen in Herz und Seele ankommt und verstanden wird. Manche zur Zeit des Paulus haben sich nicht auf Jesus berufen, sondern auf die Lehrer des Evangeliums. Also bei aller Wertschätzung für die Verkündiger, gestern und auch heute und auch morgen, darf so etwas aber niemals geschehen. In 1. Korinther Kapitel 1, Verse 12 bis 17 steht: Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden, oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Rede Weisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Und ebenso, nämlich gedanklich falsch, verhalten sich ungläubige Menschen, wenn sie den Glauben mit dem Argument ablehnen, dass man mit Religion nichts anfangen kann und Jesus ja gar nicht so war, wie die Kirche es behauptet. Gestern las ich in einem Forum, wo ich des Öfteren auch mitschreibe und mitdiskutiere, folgende Zeilen: Der heute gefeierte Jesus ist eine kitschige Kunstfigur, vergleichbar dem Weihnachtsmann. Der wirkliche Jesus war ein völlig anderer, ein Betteltruppenanführer, ein skrupelloser Spruchbeutel, null göttlich. Zudem kam der Vorwurf, dass religiöse Leute, in Anführungszeichen, unfassbar schlecht informiert wären. Ja, und das ist wohl repräsentativ für viele Atheisten und Besserwisser. Sie halten Christen oftmals nur für naive Traumtänzer und ahnungslose religiöse Idioten. Wenn man nachfragt und das so nicht stehen lässt, wird man beschimpft und als beratungsresistent abgestempelt. Solche können einen noch nicht einmal stehen lassen und argumentieren, dass man vor solchen Leuten, wie mir zum Beispiel, selbst Schutz betreiben muss, um nicht in deren Glaubenssumpf hineingezogen zu werden. Aber für uns Christen, um im Bild zu bleiben, ist der Glaube an das rettende Evangelium ein Sumpf der Seligkeit. Und da wird man nicht untergehen, sondern aufsteigen und ein Kind Gottes sein dürfen für alle Ewigkeit. Und das Bad in so einem Sumpf wird für uns an Körper, Geist und Seele äußerst belebend sein. Was manche Menschen für dumm, veraltet, überflüssig und uninteressant halten oder sumpfig, benutzt Gott für seine Zwecke, um durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. 1. Korinther 1, 21. Und daran sollten wir uns halten. Mir kann also mein allzu kompliziertes Denken manchmal sogar sehr im Wege stehen und sogar dazu führen, dass ich trotz meiner Klugheit und weltlichen Kompetenzen auch auf religiösem Grund nicht wirklich etwas verstehe und entsprechend mit gutem Gewissen glauben kann, auch wenn andere das ablehnen und für dumm und für sumpfig und für absolut unsinnig und falsch halten. Das muss uns nicht kümmern, das können wir abschütteln, das können wir einfach abhaken und müssen uns dadurch nicht verunsichern und verärgern lassen. Solche Sprüche und Reaktionen zeigen ja überdeutlich,
dass der natürliche Mensch nicht nach Gott fragt, dass es ihm in welcher Argumentationslogik auch immer völlig unverständlich ist, wie man an einen Gott glauben kann. Und entsprechend muss uns auch deutlich werden, dass der Glaube ein Geschenk von oben ist und dass niemand zu Gott kommen kann, außer er wird gezogen und vom Heiligen Geist berührt in seiner Seele, und dann kann man auch glauben. Es ist alles nur Gnade. Niemand wird letztlich gegen seinen Willen in den Himmel kommen, aber auch nicht in die Hölle. Das muss uns auch ganz deutlich werden. Es ist ein Prinzip Gottes, den Menschen zur Demut zu führen, damit er erkennt, mit wem er es zu tun hat. In Hiob 22, 29 heißt es: Denn er erniedrigt die Hochmütigen, aber wer seine Augen niederschlägt, dem hilft er. Wer sich hochmütig Gott, der Bibel und anderen Menschen nähert, kann nicht davon ausgehen, überhaupt je etwas zu verstehen und den Sinn von Gnade und von Demut auch nur annähernd zu erkennen und zu verstehen. Wer von sich selbst hochdenkt und sich vielleicht sogar durch die einfache, törichte Botschaft vom Kreuz unterfordert oder sogar beleidigt fühlt, steht sich letztlich selbst im Weg und wird das Heil in Jesus Christus, das mit seinem Kreuz und seinem Blut untrennbar verbunden ist, nicht erlangen können. In Hebräer 9, 22 heißt es: Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das ist für manche tatsächlich eine ungeheuerliche und törichte Botschaft. Und wer als Christ damit ein Problem hat, sollte sich nicht Christ nennen. Paulus war ein Pharisäer, ein intellektueller Mensch auf höchstem, traditionellen und anerkanntem religiösen Niveau in Israel seiner Zeit. Er hat nach seiner Bekehrung sein umfangreiches Wissen für nichts geachtet, laut Philipper 3,8 sogar für Schaden und für Dreck, im Vergleich zur einfachen und seligmachenden Botschaft vom Kreuz. Der Grund war folgender. Und er steht in 1. Korinther 2, Verse 3 bis 5. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern, und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wenn wir in der Bibel aufgefordert werden, wie die Kinder zu werden, Matthäus 18, 3, dann eben genau aus dem Grund, dass wir uns nicht durch eigene Kraft und Wissen und Erwachsensein definieren sollen als Christen, sondern durch die Annahme des törichten Glaubens wie ein Kind. Jesus sagte in Lukas 18, 17 entsprechend: Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Das Evangelium ist in der Tat eine Kraft Gottes, und gewissermaßen kommt es nicht auf die Verpackung, sondern auf den Inhalt an. Wir sollen nicht kindisch und naiv glauben, sondern ohne Scham, in einer klaren und geraden Einfachheit, ohne Zweifel und ohne Angst. Römer 1, 16. Es geht um die Vergebung der Sünden. Darum ist biblisch alles geschehen, was geschehen ist. Wir können in seiner Gesamtheit nicht wirklich alles erfassen und begreifen, was mit der Botschaft von der Vergebung der Sünden in alle Ewigkeit hinein verbunden ist. Aber je länger wir Christen sind und darüber immer wieder nachdenken, über diese Botschaft des Evangeliums, desto klarer wird uns auch bewusst, dass wir nichts anderes brauchen als dieses ewige Evangelium der Gnade und Liebe und der Vergebung Gottes durch und in Jesus Christus. Paulus hat das verstanden und verinnerlicht, nachdem ihm Jesus Christus die Augen geöffnet hat. William MacDonald schreibt in seinem Bibelkommentar Folgendes: Es wird zum Verständnis des folgenden Abschnitts helfen, wenn wir uns daran erinnern, dass die Korinther als Griechen menschliche Weisheit sehr anziehend fanden. Sie sahen ihre Philosophen als Volkshelden an. Etwas von diesem Geist war zweifellos in die Gemeinde in Korinth eingedrungen.
Es gab Mitglieder, die versuchten, das Evangelium den Gebildeten annehmbarer zu machen. Sie waren der Ansicht, dass es unter den Gelehrten nicht angesehen genug war, und deshalb wollten sie die Botschaft intellektualisieren. Diese Anbetung des Intellektualismus war sicherlich einer der Gründe, der die Menschen dazu führte, um menschliche Leiter herum Parteien zu bilden. Der Versuch, das Evangelium annehmbarer zu machen, wird immer fehlschlagen. Zwischen der Weisheit Gottes und der des Menschen besteht ein gewaltiger Unterschied. Und es bringt nichts, beide miteinander versöhnen zu wollen. Paulus zeigt nun, wie töricht es ist, Menschen zu verehren, und betont, dass es dem Wesen des Evangeliums widerspricht, wenn man so handelt. Der erste Punkt seiner Argumentation lautet, dass die Botschaft vom Kreuz allem widerspricht, was Menschen für wahre Weisheit halten. Die Griechen liebten die Weisheit, das ist die wörtliche Bedeutung des Wortes Philosoph. Doch am Evangelium war nichts, das ihren Wissensstolz angesprochen hätte. Für diejenigen, die errettet werden, ist das Evangelium Gottes Kraft. Sie hören die Botschaft, nehmen sie im Glauben an, und dann findet in ihrem Leben das Wunder der Wiedergeburt statt. Man beachte die folgenschwere Tatsache, die in diesem Vers erwähnt wird, dass es nämlich nur zweierlei Kategorien von Menschen gibt, nämlich diejenigen, die verloren gehen, und diejenigen, die errettet werden. Es gibt keine Kategorie dazwischen. Die Menschen lieben ihre menschliche Weisheit, doch nur das Evangelium führt zur Erlösung. Soweit. Wir werden also durch den einfachen biblischen kindlichen Glauben selig und finden darin Gnade, Annahme, Vergebung und Frieden für unsere unruhigen Herzen. Im Psalm 103, Verse 2 bis 4 steht: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Gott segne euch.